Ja, weiter geht's nach einem interessanten Ritt durch die Pampa. Sind wir jetzt am College von Colorado? Nee, University. UFC sind wir sogar, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube. Tatsache. Und du hast das Pad und kannst jetzt studieren gehen. So, was studieren wir denn? Zombologie? Ja, oder Pornografie? Pornografie? Das kann man nur in Paderborn studieren. Das weiß man doch. Komm! Komm mal hier. Stay, Callis. Ach, das wäre doch. What kind of name is Callis, anyways? Not my fault you forgot to ask Tommy's name. Callis. So. Ist nix mehr? Du wartest, das finde ich gut. Hallo. Let's go back. Get him. Das war mein Campus, ne? Guck mal da rein, von der anderen Seite. Ne. Doch, da ist eine Tür. Da ist die Tür, ja. Schauen wir mal. I'll see what you have. Ewige Auf- und Abs sind hier ein bisschen nervig, aber man muss einfach looten. Och, das ist nicht euer Ernst. Nee. Da soll man wohl nicht rein. Kannst du mir nochmal erklären, was jetzt eigentlich hier Phase ist? Wir laufen jetzt quer durch die USA, um jetzt diese Ellie zu diesem verspiegelten Gebäude zu bringen, was so eine Art Forschungsstation ist an der Uni. Und was soll das da? Wollen wir denn da das Gegenserum entwickeln, um die Welt zu retten? Oder erwarten wir, dass da 50 Wissenschaftler auf uns warten? Klar, wir erwarten, dass da... Leute sind von den Fireflies. Ach, die Fireflies sollen da in dem Forschungsding sein, oder ja, was? Ja, die halt, guck mal, sie reitet. Ach so, okay. Genau, und wir bringen sie dahin und dann werden die anhand ihres Blutes... Also die Fireflies haben ihre Basis in diesem Forschungsgebäude auf dem Campus. Ja, also das ist jetzt aber, glaube ich, noch, also das ist noch nicht da, wo wir endgültig hin müssen. Das ist ja irgendwo in den Bergen oder was sie da gesagt hatte, ne? Mhm. Interessant. Lecture Center. Egal, wir werden es so oder so finden. So, einmal kurz zu Fuß alles abgeklappert. Scheint es nicht zu geben. Reiten wir weiter. Let's go. Come. Barrikaden zeugen von menschlichen Aktivitäten. Oh, da geht's rein. Dann geht's da lang. Schauen wir mal, was hier noch so ist. Kannst du da rüberspringen? Komm! Ich glaube schon, Stacheldraht heißt, da darf dein Pferd nur drüber springen, nicht du. Das heißt Stacheldraht? Ja. Also wenn da so kleine Springsachen sind oder Stacheldraht, dann... Was ist denn da drin? Kannst du da nicht hin, nur mit Pferd. Siehst du das? Da ist so ein Riesentor. Ach ja, das sind die... So eine kleine. Ist aber nichts drin. Nee, gar nichts. Let's go. It's getting chilly. Where's that time of year? Ich werde das Gefühl nicht los. Ich hätte da rechts zuerst gucken sollen. I'll be right back. I'll be here. How many people you think are there? A Firefly. Läuft ihr zu dem Pferd daher oder was? I reckon it takes quite a crew to run that operation. Do you think there'll be other people my age? I'm not sure. Stay with the horse. I'll hold you. Yes, I don't want him running off. Vielleicht kommen wir gleich nochmal zurück. Merkt ihr mehr, dass wir da noch hin wollten. Na!
Hui. Alles klar, 6 Stück. Das macht natürlich voll Sinn. Alter, was ist das denn? Oh, ein Flammenwerfer. Guck mal, das sollte ja kein Problem sein dann. Alles klar. Aber auch cool, denn das ist ein selbstgebauter Flammenwerfer aus ja. ein paar Rohren. No juice. Ah, okay, verstehe. See if I can get the power back on. Ist klar, was jetzt passiert. Kannst du ihn nachladen, den Flammenschmeißer? Ne? Ja, da oft, da unten siehst du, da sind 5 Flammen und 2 sind. Ne, deswegen frage ich, ob da vielleicht die 40 noch reinstecken kannst. Ne? Ne. Naja, dann mal schleichend. Das Coole ist, vielleicht macht der gar keinen Ton, ne? Also es ist kein Sound. Ja. Flammenwerfer. Okay, warte mal. Ich habe ja schon ein bisschen Bock, mich mit denen anzulegen. Keine sind da Klick dabei auch. Wo hat die was im Kopf? Ja, ne? Der steckt. Aber das ist ja auch eine Universität, die haben alle was im Kopf hier. Ja? Das heißt nichts. Also, wir sind. Hallo? Das war aber nicht so geplant. Mhm. Boah, rüste doch mal aus, was ich dir gesagt habe. Rüste mal das aus, danke. Was? Hat da gerade jemand auf mich geschossen? Ellie! Nee. Was war das denn? Da hat doch jemand geschossen, oder? Oh, Munition, mein Flammenwerfer. Hey, I was thinking, I would have wanted to be an astronaut. Mhm. That a fact. Yeah. Toll, jetzt habe ich nicht damit geschossen. Das war jetzt nicht so hundertprozentig so geplant, aber ist ja egal, der funktioniert. Wieso sind die denn, nicht der Flasche gefolgt, sondern mir. Weil das keine Klicker sind, die nur auf Audio reagieren, sondern Runner, die auf visuell reagieren. Wir haben dich gesehen. Ja, ich und die einen hat dann geschrien, da ist er! Und dann sind die gekommen. Der Plan war, hier eine Flasche hinzuwerfen und dann natürlich den Mollo hinterher. Aber okay, die Runner sind tatsächlich offensichtlich zu smart. Nicht so schlecht, ne? Meinst du, es ist originalgetreu nachgebildet? Dieses Footballfeld. Krass. So, hier haben wir gecheckt alles, wa? Generatorraum haben wir gecheckt, ja, ne? Warst du noch bei dem Raum, den du dir gemerkt hast, bei dem Gitter? Nee, da müssen wir ja komplett hier raus. Ja. Hä? Hier, wieder nicht, guck mal. Ja, ja. Achso, Strom ist alle. Nee, kann nicht sein. Eben war der noch voll.
Der hat ihn nur verloren. Ja? Ja. Okay. Nee, dann okay. Jetzt läuft der. Offensichtlich gibt es hier so ein paar Interferenzen. So, da wurde uns gerade mal Controller zugeworfen. Danke, für alle Tim. Fälle. Vielen Dank, Tim. Wie schön er das gemacht hat. Wie bei einem Typen, der von einem anderen gebattelt wird und die Waffe liegt weit entfernt. Ja, ja. Und die Waffe wird ihm wie nennt man das? Schleudert? Geschubbert, ja. Geschubbert. So, ich gehe jetzt nochmal hinten in diesen anderen Raum. Ich meine, jetzt läuft der Generator. Ich müsste natürlich jetzt eigentlich diesen Knopf drücken, ne? Wo es keinen Strom gab, da in der Eingangshalle. Du erinnerst dich. Mhm. Aber. Was denn nu? Als Lederkurz das Außenareal, ja. Das ist ja interessant. Der hat nicht damit gerechnet, dass man nochmal zurückgeht. Hoffentlich stürzt er nicht ab. Ich habe ein bisschen Angst. Ah, okay. Hier draußen bringt natürlich der mir gar nichts. So, und zwar war das. Weißt du noch, wo das war? Was meinst du denn jetzt? Ja, dieser Gitterraum da. Diese andere Richtung halt. Wo man noch lang gehen konnte. Nee, warte, hier kamen wir her, ne? Ja, kann man nicht da links gerade, was ist da? Da war doch auch da irgendwie, war das. Genau. Oh nein, und jetzt hier Stacheldraht, oder jetzt was? Kommst du nur mit dem Pferd zurück. Oh Mann. Da wollte ich hin. Das ist bestimmt irgendwas Cooles. Das ist viel zu groß. Ich weiß nicht, also es sieht jetzt nicht so super cool aus. Doch, da ist irgendwas Cooles. Ja, aber wenn da jetzt voll viele Tische und alles, Computer und so, aber es ist nur eine Lagerhalle, wo ein Auto drin steht. Ja, was lagert man denn in der Lagerhalle, hä? Lagerbier? Zum Beispiel. Oder andere Sachen. Karl Lagerfeld zum Beispiel könnte da wohnen und uns ein neues Outfit schneidern. So. Tolle Wurst. Da wollte ich gerne rein. Vielleicht können wir von dieser Seite da auch rein. Das glaube ich eher nicht, weil der auch so eine. Da lag was. Pferdebarriere war. Ja, Flaschen, toll. Haben wir Flaschen noch? Nee. Nehmen wir eine mit. Ja, schön. Da war bestimmt, weißt du, was ich glaube, was da drin war in dieser Lagerhalle? Eine Laserpistole. Ein Werkzeugkasten, der uns eine Stufe höher gebracht hätte. Mhm. So. Aber ey, weißt du was? Ich meine, das ist... Kannst du ja eigentlich das Pferd schnappen. Ich komme jetzt zurück. Das Pferd und wir machen... Ist natürlich jetzt ein bisschen langatmig und wenig Action, aber jetzt will, glaube ich, jeder wissen, inklusive mir und dir, was in dieser verdammten Lagerhalle ist. Und da lohnt sich das auch nochmal rauszureiten, nochmal die Ladezeiten zu überbrücken. Wehe, das lohnt sich nicht. Wo ist denn jetzt? Ach, da. Komm her hier. Da ist der Kasten, den ich anmachen muss, aber ja. Wenn ich den anmache, triggert er das bestimmt. Kommen wir ja lieber rein zurück. Kommen wir noch schnell zurück. Auch wenn ich natürlich viel lieber Action hätte. Oh, pass auf, da passen wir nicht durch. Oh, doch. Ah. Boah, dieses Spiel überrascht aber manchmal. Aber man muss natürlich erstmal rechts gucken, ne? Bevor man links abbiegt. Mach ich mich auch gespannt. Komm, Fury. Und hopp. That was fun. Und hopp. Will er nicht. Ach. Treppen auch nicht. Gaul hier stehen. Na gut. Mach ich das alleine. Nichts zu gebrauchen. Oh, das war auf jeden Fall ein Tisch. Können wir gleich mal was handwerkern? Das ist schon mal nicht schlecht. Zehn. So, das ist hier schon mal gelohnt. Okay, gehen wir nochmal nach da hinten. Oh. Und links war noch eine Nahkampfwaffe, jetzt ein Meter da. Aber das ist eine Machete. Das ist eine Machete, ja, doch, nehmen wir. Können wir jetzt tatsächlich mal ausprobieren, ne? Ja. Ich meine, die hat zwar auch nur drei, aber die Axt hat auch nur noch zwei, also. Da ist eine Tür. Warte mal, ist das wieder zugemüllt? Mhm. Brauchen wir gar nicht erst.
Okay, da ist die Tür nach draußen vermutlich. Ist ja richtig weitläufig. Ja, ne? Da liegt ein Comic oder so. There was a lookout here. Und eine Notiz. Scharfschützennest. 29.08. Nichts. Hatten die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollten wir draußen sein, wenn hier nichts passiert? 1.09. Noch immer nichts. Mark, hör auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schieben ist das wahre Elend. Labor. 14.09. Eingang. 5 neue Rekruten aus der Quarantänezone Chicago. Ha, endlich einer hat mir ein Päckchen Kippen für gute Arbeit gegeben. Nett. 5.10. Eingang. 6 Typen aus dem Hauptquartier. 6 Leute für einen Truck. Da draußen muss es schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Eingang. Vorratslieferung aus dem Hauptquartier. Ach ja, ich habe 2 Äpfel aus einer der Kisten stibitzt. Einer ist für dich. Guten Appetit. 31.10. Eingang. 10 Millionen Werwölfe. Die habe ich nur für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. 15.11. Ausgang. Sperr. Zur Vorratsbeschaffung in die Stadt gegangen. Eingang. Sperr. Zurückgekehrt. Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. 20.12. Eingang. Ein Biologe aus San Francisco. Der ist ein richtiges Arschloch. Pass auf ihn auf. Eingang 3. Neue Rekruten als Eskorte, die haben mir wenigstens frohe Weihnachten gewünscht. Hab ihnen verschwiegen, dass ich jüdisch bin. 22.02. Eingang, 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus. Laborkram, bla bla bla. Also, offensichtlich ist hier doch das Labor. Oder wie, oder was? Das war die Tür, durch die wir gerade nicht gegangen sind, ne? Nee. Yep. Jetzt können wir zurück. Aber noch dieses Erdgeschoss, ne? Zack. Aha. Okay. Interessant, interessant. Oh. Ja, schade. Ich dachte, dass hier vielleicht eine so eine große Werkzeugkiste ist. Aber gut, ich meine, es hat sich so oder so gelohnt, ne? Den Weg nochmal zu machen, oder nicht? Da sogar noch was links. Gehen wir mal in die Werkbank. Ich können wir ja den Flammenwerfer auch. Tatsächlich. Wir haben jetzt tatsächlich auch alle Waffen gefunden. Nachladetempo. Ah, gut. Reichweite. Aber können wir nicht. Bop, 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 bam. Die Schrot. Nachladetempo, Rückschussstreuung. Nachladetempo. Ja, also ich sag, das Verbessern beim Jagdgewehr vielleicht. Das Zielfernrohr würde ich, aber das können wir noch nicht. Nachladetempo, wirklich? Ja, die hat doch immer nur eine Kugel. 2 hat die. Oder 2. Oder halt. Ja, ich würde das Nachladetempo jetzt machen. Was soll das? Kostet nur 15. Okay, es kostet 30. Sollen wir das auch noch machen? Mhm. Dann haben wir die halt schon ziemlich aufgepimpt. Mhm. Aber wir haben so wenig Muni immer für die, ne? Ja. Hier nochmal Nachladetempo? Oder nicht? Streuung? Du hast keinen Bock, ne? Ich find's alles blöd. Aber willst du es trotzdem sparen? Aber für was willst du es sparen? Nee, ich bin. Die Waffen, die du halt immer auswählst, die finde ich am uninteressantesten. Diese kurze Shotgun, die als Pistole gilt, finde ich nicht so. Nee? Nee. Weil wir haben halt eine Shotgun, die ein dreifach großes Magazin hat. Deswegen ist die andere, macht halt irgendwie, ist überflüssig im Grunde. Das Rifle verstehe ich, das finde ich super, damit kannst du zoomen, aber nachladen finde ich jetzt irgendwie. Ja, ich meine, wir können uns ja noch nicht so viel mehr leisten. Ja, ich finde, vielleicht könnten wir nochmal in die Pistolen gucken. Weißt du, was geht denn da? Ja. Magazinkapazität finde ich immer super. Also die Magnum finde ich auch toll, die hat nichts, was den Schaden oder so erhöht. Das stimmt. Also Magazinkapazität finde ich ist immer sinnvollste, weil dann passen einfach mehr Kugeln rein und dann kann man auch mehr mitnehmen und bla. Ja, mach da mal. So, worauf würden wir denn sparen? Was würde denn ab 4, da würde denn das neue Zoom-Objektiv fürs Rifle kommen? Das genau. Kostet dann und die 35. Magazinkapazität und der Schaden. Also auf jeden Fall würden wir auf das Jagdgewehr sparen. Ja, dann lass uns das doch sparen, weil dann können wir uns das alles kaufen mit dem jetzigen Geld. In der Hoffnung, dass wir nicht irgendwo
diese Kisten übersehen haben, diese Werkzeugkisten, und die natürlich jetzt irgendwann nicht mehr wiederkommen. Das wäre natürlich super bitter. Aber okay, dann reiten wir mal schnell weiter, denn bisher haben wir jetzt noch nicht so viel gemacht. Springen, Beauty! So. Ihr Zopf ist ganz lustig, ne, wenn man reitet. Ihr Pferdezopf, ha. Ja. Ich glaube, es gibt auch immer eine Person, die für so Haare Animation zuständig ist. Ja, die Animation von Haaren. Das ist häufig so, dass es da nochmal das richtig hübsch aussieht. Bei so einem weiblichen Charakter. Oh, Pferd! Das ist nicht dein Ernst. Du bist ein Pferd am Weg. Zettel. Nicht das Tor öffnen. Well, when I was a kid, I used to want to be a singer. Shut up. I'm serious. Sing something. No. Come on, I won't laugh. I don't think so. Joel, please. Feinde sehe ich auch noch nicht. Ist schon da gerade Labor drauf auf dem Schild? Ja, ne? Ja. Das riecht doch nach Ärger hier auf diesem großen Platz. Okay, da ist zu. Da waren wir ja, glaube ich, auch da, wo zu ist, ne? Und da ist eine Tür. Also direkt rechts von dir ist halt ein Schild, wo ganz viele Sachen stehen. Ja, aber wir checken mal. Wir wollen eh alles ausprobieren. Als wenn wir irgendwas links liegen lassen würden. Mhm. Mhm. Die Tür geht natürlich nicht auf. Hier ist auch nichts mehr. Die Tür geht auch nicht auf. Kellerraum, alles klar. Guck mal das Schild links oben. Stadium Lab, Science Lab. Also Science Lab klingt hier schon mal sehr gut. Ja, das ist, glaube ich, die einzige Richtung, die wir jetzt gehen können, ne? Oh, da ist es. Wo ist dieses Spiegelding, von dem er erzählt hat? Jetzt gibt's wieder Ärger. Aw, are those monkeys? Yeah, a whole mess of them. Das sind echt Affen. Das ist ja sensationell. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Affen sehr dreiste Geschöpfe sind. Die auch wenig Respekt vor einem Menschen haben. Zum Glück haben wir ein Pferd dabei. Kommt da links, verjagt die nochmal vielleicht. Also die Affen, die müssen wir jetzt nochmal. Gehen direkt mal zeigen, das ist ein neuer Alpha-Affe hier, ein neuer Silberrücken. Wo wollen die hin? Hoch, okay. That was kind of awesome. First time seeing a monkey? First time seeing a monkey. Da geht's durch. Was ist mit der Tür da hinten? Hast du gerade Musik gehört? Das würde ja angezeigt werden, wenn man da rein kann. Hier hinten. Okay, kann man auch hey, look. Fireflies. Zeichen so, das Zeichen, ja. Mhm. Ich sehe da irgendwas gleich. Da ist eine offene Tür. Ich glaube, die ist verbarrikadiert. Ja, vielleicht kann man da drunter durch sich bücken. Nee, doch nicht. Oder? Ja, doch. Watch yourself. Oh,
Getting Snazzle, Barricades, Snazzle. Ich gehe überhaupt nicht vor, dass ich da jetzt mich orientieren mit könnte. Stand irgendwas mit Snipers? Hast du das gesehen? Ja, das Snipers Nest war eingezeichnet, in dem wir uns vorhin befunden haben. Ist das Ellie da hinten? Mhm. Ja. Hallo. Passkarten. Da, ich glaube, da lag aber was, oder nicht? In den Ecken. Ne? War da nicht was? Da? Toll. Okay. Das ist wieder nur so ein Tuch. Gut, wir können mal wieder so einbauen. So einbauen. So einbauen. Kann man das verbessern? Ja. Probier mal an, nee, du hast nicht genug Schere. Ich habe die Klinge benutzt. Ah, okay. Und an der anderen Seite ist da was auf dem Tisch, das ist die Maus nur, ne? Ah, ich glaube. Okay. Ist diese umgehbare Dusche in den Flur? Ah, guck mal, da ist eine Schere. Sollen wir mal verbessern? Mal gucken, was passiert, ne? Nee, hä? Oh. Das war doch gerade eine Schere, dachte ich. Nee, war das keine Schere? Dann war das wohl keine Schere. Das ist wieder die Kinderzimmer-Looten hier. Ach, das ist aber... wieder viel Text. Oh! Nee, das lassen wir aus. Ja. Aber pass auf, nee, fangen wir den Vorschlag. Wir gucken das nochmal an. Oh Mann. Scrollen runter, ganz langsam, jeder kann pausieren. Zack. Einmal noch bis da. So. Jetzt hat jeder die Chance, auf Pause zu drücken und sich das durchzulesen. Kommen wir daher? Ja, ne? Ja. Mhm. Da vorne den Gang runter, da wird es diesig. Das sieht ganz cool aus. Mann, immer dieses Gelute. So eine Action wäre hier auch nicht so schlecht. David Spores. Ja. Ach, scheiße, das riecht doch schon wieder nach Klickern dann. Immer da, wo Sporen sind. Aber ich dachte, hier wurden die Fireflies. Wieso ist es überhaupt noch? Naja, gut, da waren ja auch vorhin schon so ein paar Infizierte. Ja, haben die keinen Job, die Fireflies? Wozu ist denn der Sniper Outpost gewesen? Oh Mann, da sind sie. Oh. Das ist mal. Shit. Geil, lassen das sind Feuerlöcher explodieren. Oder irgendwas. Ich glaube, das ist cool. Die mussten jetzt nicht auch noch. Die brennen da vor sich hin. Ich hab Bock drauf. Oh, ist das ein Riese? Oh, ich hab mein Feuer verschwendet. Gigantozomb. Nee, du musst ihm. Ich glaube nicht, dass es klappt, oder? Das hält ihn nur auf. Du musst ihm auf seine Pusteln schießen. Nagel! Puh. Oh oh. Nee, nee, nee.
Raff das nicht. Ja, der Pustelpeter, den haben wir zurückgelassen. Pustelpeter. Wir haben da hinten den Sebastian in der Regie und der hat so einen mächtigen Kehlkopfbereich und ist so ein bisschen erkältet und räuspert sich manchmal so. Und das ist so ein durchdringender Sound, als wenn da irgendwie so ein riesen Zombie irgendwie in der Ecke lauert. Was ist denn hier? Nicht, dass ich hier runterfall. Nee. More infected, I'm fine. Mhm. Lass mich doch noch mal einmal bitte kurz hier gucken, Ellie. Ah ne, da kam ich ja her. Oder wie? Nee. Nee. Überhaupt nicht. Oder doch, da kommst du. Nee. Du bist ja einmal runtergefallen und jetzt wieder hoch. Check doch einfach nochmal Room 209. Aber wieso ist denn die Tür nicht offen? Das war der einzige Raum, den du nicht gecheckt hast. Zeitungsausschnitt. US-Militär gibt Suchaktionen auf. Im Zuge des aktuellen Health Organizations. Nach dessen Angaben durch die CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet oder infiziert wurden, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Suchaktionen aufgegeben werden. In einem Bereich von bis zu 15 Kilometern um die Grenzen der Quarantänezone herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen. Doch es wird nicht weiter nach Personen gesucht, die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen. Generalstaatsanwalt Arthur Munro macht in einem Brief deutlich, in der Stadt gefunden, so ein Scheiß, niemand kommt. Okay, krass, krass. Pillen, Pupillen. So, meinst du, das war jetzt hier dann quasi die Aktion, wo wir schon waren? Oder sind wir vielleicht... Das kann ja auch der andere Flügel sein, weißt du, was ich meine? Das ist hier irgendwie quasi der Ostflügel ist und das andere war der Westflügel. Ja, klar, kann sein. Check mal weiter. Tape ist voll. Können wir irgendwas bauen mit Tape? Nee. Nee. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt raus. Und gleich, wenn wir die Ellie treffen, dann ist auch hier Feierabend schon wieder, ne? Ich glaube auch. So. Ein harter Unitag. Ich würde sagen, an dieser Stelle, mit dem Ausblick des im Winde wehenden Herbstbaumes, machen wir dann mal Pause. Ja, gerne, gerne. Im nächsten Teil bist du wieder dran und ja, dann schauen wir mal, wohin wir reiten. Alles klar, bis ja? Dann. Tschüss.